Das lässt sie. Tada! If it's something rare, oh yeah, I found something cool, so I'll share it with you. Okay, ich habe ein paar Sachen bekommen. Ein MP-Geschütz, explosiver Laser. Das sind alles, das ist eine Primärwaffe, das ist eine Option, Sekundärwaffe. Wie viel Angriff ist das? 195. Was krieg ich? Was muss ich denn? Ich habe gegeben eine Goldmünze. Ich könnte nur die Schatzkarte hier kaufen. Schwerkraftbombe, Antipanzerproton, Kanone, Enddrive. Das ist eine Option. Ja, 195 ist, glaube ich, nicht mehr, ne? Ich glaube, ich bin schon bei 300 oder so. Wo ist er denn? Da oben. Dass sie den einfach hier reinlassen. Hallo, Cora. Hey, you made it. What's the news? I've managed to locate King Jam. Really? I've never lied to a lady since the day I was born. That's a lie right there. All right, maybe I was stretching the truth just a little bit. But cross my heart, the stuff about King Jam is legit. Where is my father? Crump Army Research Lab. Da waren wir doch schon mal. Also nicht der drinne, aber in der Nähe. Information's reliable? Very much so. Crower's subordinates helped us feed false information to the Forestland Army. About the Resistance having a plan to rescue the King. Was? Aber das ist auch der Plan. Exaggeration that they knew exactly where he was being locked up. It spread like wildfire. At which point Bread quietly switched out the research lab guards for a team of his handpicked elites. I see. But are we sure that isn't just another of Bread's traps? Well, not like we have any choice. How will you save him? By going forward with a fake rescue mission. Wait, what? Huh? The Resistance will stage an all-out assault on Vendor Base to rescue King Jam. But you said my father's being held in the Crump Army Research Lab. And that's where we'll be going, right? Misdirection's the greatest weapon an outnumbered force has. Diversion and infiltration, baby. Huh. Same as always, then. Including us being stuck with the risky part. I mean, I guess that's just what we get for being the best. Okay, wo muss ich hin? Rede mit Intrigelager, mit Krova. Königliche Rettung. Geht zum Crump Army Forschungs. Lager, Labor. Du bist ein Händler, gib mir Zeug. Wo ist es? Reparaturkit Max. Kann nur eins kaufen. Weil das haben wir auch verbraucht. Wir können uns nicht dahin teleportieren, weil. Ich meine, da ist ziemlich nah etwas zum Hinteleportieren, deswegen ist es nicht mega schlimm. Das, wo ist das? Wahrscheinlich hier ums Eck. Muss ich ja hoch? Ich glaube schon. Muss ich? Ja. Sieht stark da raus. Der Folgungswasser, aber ist mir gerade egal. Hallo, moin. Klopf, klopf. Jetzt was zum Teleportieren. Ah, shit. Ah, das war nichts Wichtiges, was er da am Erzählen war. Wir kommen sie rausgefahren. Wo auch immer die hinfahren. Wieso haben die eigentlich nur zwei Reifen? Und hinten gar nichts. Based on their state of panic, I bet they're heading to reinforce Vendor Base. Which means now's our chance. We can't be reckless. We may have thinned their numbers, but these are Bread's elites.
We should try to infiltrate as covertly as possible. Wieder Scheiß Einlage. Ja. Ja. So vorsichtig wie möglich und unauffällig. Okay. Let's split up so we don't attract attention while sneaking in. Oh, Kacke. Ich hoffe, der sieht mich nicht. Wo muss ich hin? Ich hoffe, ich muss hier hoch. Nicht hier irgendwo. Okay, ne. Komm, dreh dich wieder. Okay. Da ist auch noch einer. Muss wahrscheinlich einfach durch die Tür. Durch die sehr große. Ich dachte, das wäre hier schon alles vorbei mit Schleichen und alles. Die ganze Schleicheinlage wäre vorbei, dachte ich, aber anscheinend ist es nicht so. Ich hasse es, wenn wir Kisten looten und dann direkt laufen. Okay. War nicht runter. Was habe ich gesagt, Belzebub? Da ist jemand. Der sieht mich doch 100 Pro da hinten, aber tut er erstmal nicht. Deswegen komme ich dir hinterher, mein Freund. Das, damit habe ich null gerechnet, dass ich hier einfach runterfalle. Das war eine Truhe, die ich nicht kriegen werde. Aber was interessiert mich jetzt gerade? Nicht wirklich viel. Geh einfach, geh durch. Ich gehe hier einfach durch, sagte er. Drehst du dich? Drehst du dich mal? Oder? Natürlich. Bis wohin werde ich zurückgeworfen? Bis zum Eingang. Ist ja wunderherrlich. Dann versuche ich mal auf der Seite. Bin ich schon komplett rausgezoomt? Ja, war ich. Der sieht mich zum Glück nicht, weil er ein Vollidiot ist. Aber wie komme ich an den da vorbei, der sich nicht bewegt? Vielleicht von hier oben irgendwie? Da oben gibt es nur noch einen Weg. Okay. Weil der rührt sich nicht von der Stelle. Da war ich eigentlich schon richtig, hier oben lang zu gehen. Blöde ist, ich weiß jetzt nicht, wo der eine Dude ist. Okay. Wie weit gehst du? Wann drehst du dich? Gehst ganz schön weit nach vorne. Ich hoffe noch ein bisschen weiter. Und hörst nicht genau an der Treppe auf. Sondern gehst ein Stück weiter. Ach, ist doch. Vielleicht schaffe ich das auch so. Meine Fresse, war das knapp. Okay, dann müssen wir hier leider lang. Ich meine, wen interessiert. Ob oben oder unten. Nur hat der Checkpoint suggeriert, dass ich unten lang muss. Solange der sich da nicht bewegt, ist mir alles eigentlich gerade egal. Das sind zwei Mann.
So. Der ist ein bisschen doof, der ist in so einer Kiste. Obwohl in einer Kiste. Warte, kann ich hier durch? Leuchtet, deswegen denke ich mal ja. Da komme ich rüber. Find's schön, dass das doch ein bisschen komplizierter ist als wie in allen anderen Fleischanlagen. Ja, das habe ich ja toll getroffen. Wenn ich einfach geradeaus laufen kann, sondern so ein bisschen sehr von der Moin. Sehr vom Weg abkommen muss, um weiterzukommen. Okay, ist hier irgendwo eine Truhe oder sowas? Bin ich da noch aus? Da unten ist mir alles egal. Außer je nachdem, wie der Dude da steht. Hier ums Eck. Der sieht, ja, der genau dahin, wo ich hinlaufe. Im Springen schleiche ich immer noch, ne? Heißt, ich kann ein bisschen schneller sein, indem ich springe. Glaube ich. Mich keiner sieht. Wo ist der hier unten? Gibt es einen richtigen Weg nach unten? Da gibt es eine Truhe. Geh mal. Ich laufe jetzt einfach. Ich bin mal so kackendreist. Unten. Wenn man auf einer anderen Ebene ist, dann sieht einen eh keiner. Okay. Das könnte eine 1A-Falle sein. Ist es aber nicht. Wäre mir lieber, wenn... Bleibt der stehen, das ist die Frage. Weil wenn ja, dann springe ich da schnell runter. Oder läuft er so im Kreis. Das fände ich sogar besser, wenn er jetzt abbiegt nach links. Also wo sein links. Was auch unser links ist, mehr oder weniger. Er steht da einfach. Und kommt jetzt wieder zurück. Deswegen kann ich einfach, wenn hier niemand ist, hier runterspringen. Okay. Wahrscheinlich muss ich jetzt hier hoch. Außer hier ist jemand. Oh, guckt genau in meine Richtung, aber tut er nicht. Ist da noch jemand? Das ist voll die Elite. Irgendwie über so einen riesigen Raum eine Person. Unten und oben irgendwie ein, zwei. Und die oben und unten schauen wieder zu der entgegengesetzten Ebene. Also die oben gucken nicht nach unten und die unten gucken nicht nach oben. Was natürlich für mich super ist. Wie du siehst, das ist ziemlich dämlich, aber... Wie gesagt, für mich ist das... Ach du Scheiße. Ich wusste nicht, dass er sich umdreht. Und da hinzugehen, habe ich auch ein bisschen Angst. Ich frage mich, wie weit er kommt. Dreht er sich wieder um? Dann müsste ich nämlich jetzt so langsam los. Ich lauf ein bisschen. Weil sonst schaffe ich es nicht, ihn zu erschrecken. Hätte ich von der Zeit nicht geschafft. Wo muss ich denn lang? Hier sind leider... Komme ich denn da rüber? Ob die zwei Dudes mich sehen? Die gucken beide nicht in meine Richtung, deswegen könnten die
Die sind abgelenkt, weil sie reden miteinander. Heißt, sie könnten mich gut nicht sehen. Wieso ist hier gelbe GEMA-Farbe? Oder ist das überhaupt gelb? Soll das grün sein? Bin farbenblind. Und sie ist ziemlich abgenutzt. Aber das sollte ein Witz sein. Wogegen, dass überall, wo gelbe Farbe ist, es wichtig für weiterkommen. Wieso ist hier so... So ein Lichtstrahl aus der Tür kommen. Ich weiß nicht, ob ich einfach hätte vorbeigehen können. Ich hatte Angst, deswegen habe ich ihn mal weggemacht. Wir wollten eigentlich nur durch einen Raum durch und jetzt mache ich, keine Ahnung, bin ich durch was weiß ich, wie viele Räume durchgelaufen. Wir sind noch lange nicht bei dem einen Raum zurück, wo ich eigentlich angefangen habe. Wir sind aber gleich da. Ich laufe mal ein bisschen. Weil die Tür war eh zu. Hier sind wir wieder in dem Raum. Nur um den zu erschrecken, muss mir ewig und 3 Tage hier durchwandern. Okay. Ich muss nach unten. Heißt, wir gehen erst nach oben. Ich schleiche mal lieber, weil es jedoch eine Wache sein sollte. Hier ist nix. Da sind die anderen. There you are, Prince. Huh? There's no lock on this door. How does it open? No, wait. There is a lock, but it has a very unusual shape. Whoever's in here must be someone they really don't want getting out. You mean... Thief, can you open this? I could do this in my sleep. Just a little wiggle here, and... Kriegt ihr es auf? Ist das der König? You're still just as clumsy. Is this it? As you used to be. Do you know who I am? Of course I do, Anne. There's no way I'd fail to recognize my one and only daughter. Father! Oh. You're all grown up now. I'm so happy that you're alive. Me too, Father. Thank goodness. Ich hätte nicht gedacht, dass das einfach ein Dude ist. Einfach irgendein Typ. Weil der König von Sandland hat der ein bestimmtes Aussehen. All we really did was bring her here. It was Longo who rescued her from the castle 10 years ago and kept her safe all this time. Longo? I see. And he looked after this, too. Oh, Lilith's necklace. Yes, but Mother is... I heard what happened to her while I was in prison. Lilith. I still can't believe it. But considering you have the necklace here... I can assume the Aquanium is at least safe from bread. What do you mean? Was ist das Aquanium? I mean, it is safe. We've got it right here. You do? And it's real? Warte. Yeah. Bitte gibt ihn das nicht. We've been gathering it all up to keep bread from getting his hands on it. Bitte gibt ihm das nicht. I'll be. This certainly is Aquanium. Yeah, see? Was passiert da? Huh? Was passiert da? Hey, where are you going? I don't know. My body is just moving by itself.
No. Please stop her. Hey! Was ist los? Die wird kontrolliert von irgendwem. What gives? That kick was on another level. That scrawny girl actually hurt Prince? Was she always that strong? Anne! Ich dachte, der König würde uns verraten, dass er da mit irgendwie mit drin steckt. Einfach wie er reagiert hat. Oh, das ist Aquarium. Okay, ja, okay, schön. Anne! Prince, stop her! Ich bin auf dem Weg. That scrawny girl actually hurt Prince? Was she always that strong? Die hat ja mitgeholfen, den Panzer zu heben. Damals. Da ist Muniel. Was macht der denn hier? No! Stop! Struggle all you like. Ah! Give it back, you little! Stop him! Ich will nicht gegen Anne kämpfen. Blood, you're still half human, and that part is oh so easy to control. Die Peng Peng. Hast du mal lieber mit der richtigen Knarre drauf geschossen. Nice one, old man. Was ist denn jetzt los? Wieso kann er ihn kontrollieren? How dare you point a gun at me? I knew it. Just being around a demon is enough to turn you humans evil. I must lead you back to the path of righteousness by ridding this world of demons! Beals! Whoa there! Don't go getting any funny ideas now! I can have this foolish fiend wipe you all out before you can even blink. Wieso kann er Belz... Wieso kann er Belzebub kontrollieren? I won't allow that. I'm not gonna let this controlling twerp have his way! Anne, let's go! Let Prince handle this! But... It's fine! Just go! Do you trust me or not? No. I trust you. Okay. Kannst du das, Belzebub? Now, let's do this. I'll blow you into outer space! Wretched fiend! It's like you've seen the Maytag. Huch! Es hat geruckelt wie Sau auf einmal. That's my line! Warte, kann ich? Ja, ich kann kein Panzer rufen. Es wäre auch zu einfach, hier einfach den Panzer zu rufen. Just give up already. The very idea that a fiend could beat me is laughable. Das habe ich schon ewig nicht mehr gemacht. Even Lilith was completely helpless in the face of my power. Take that! You brat! Yeah, I still don't buy it. There's no way my sis would lose to someone as weak and dumb as you. Shut up. Dann nehmen wir das. Und noch eins. Shut up, you puny hellspawn! What the? You're shorter than me! It is my safe. Wir haben ihn kaputt gemacht. Besiegt, meine ich. Filthy fiend! Serves you right. Uh-oh.
I'm in no shape to keep fighting after that. Damn it. I used up too much energy blocking that weird move. Bitte kipp nicht um, Belzebub. Oh shit. Hä? Die haben ihn rausgeholt? Aber wie und wann und warum? Prince, are you with us? Wo ist Anne? I'm here too, you know. What happened? The last thing I remember, I passed out in that prison. Wo ist Anne und wo ist König Jam? Rao came back by himself to pull you out of there. What about you? I had the important job of securing an escape route. And where's Anne's old man? Behind you. In the Panzer? Wait. Who's driving? Anne. Said she wanted to give it a try. She'd better not get my tank all beat up. That was close, Prince. Mooniel had you up against the wall back there. There's no way Mooniel can be human. He's much too powerful. Yup, you got that right. Because he's not human. What? Then what is he? You mean, he's a demon? No. Mooniel is. Ist was? Ein Engel. Das kommt nicht unerwartet, weil in dem Trailer habe ich das gesehen, dass er ein Engel ist. Was voll scheiße ist. Weil das wäre ein cooler. Eine coole Überraschung gewesen. Er sieht halt voll normal aus für einen König. Everyone. You have all had to bear so much over the last 10 years. Thank you. I'm sorry I put you through this. What are you saying? Our trials are nothing compared to what you have been through. Now, you must be tired. There will be plenty of time to catch up later. Please, get some rest. Guckt euch einfach mal die ganzen Leute hier an und dann guckt euch den König an. Wie er aussieht. Er sieht einfach aus wie ein Dude. Also Bub steigt auf, FP2 erhalten, Fähigkeitspunkte, königliche Rettung abgeschlossen, die zwei Könige, sehen nach König Jam. Ich nehme das hier und dann habe ich noch zwei Fähigkeitenpunkte für Anne. Passive Fähigkeit, stellt Appell wieder her, während du ein Lager benutzt, Sprintsparer, passive Fähigkeit für begrenzte Zeit verbraucht Turbo keine Energie. Okay, nehme ich das. N-Wartung, aktive Fähigkeit, repetierte Ausfälle und andere Statuseffekte für Belzebubs Fahrzeug. Hey! Dann würde ich... Wo... registrieren? Hier, das Blinder brauche ich nicht. Okay. Und ich glaube, die Peng Peng will ich auch gerne hier statt übermenschlicher Arm. Oder Rausbefehl hätte ich wegmachen können. Na, egal. Guck ich mal hier bei Tiu. Hey! Ob ich was verbessern kann. Ja, kann ich. Ich habe jetzt diese Bartokuro-Legierung. Okay. Das Motorrad benutzen wir. Dann hier auf 20. Den Hüpfer benutzen wir auch auf 20. Schwebeauto ist schon auf 20 und die Kampfrüstung auch. Habe ich was Besseres gefunden? Nichts, was ich jetzt benutzen könnte. Obwohl. Die ist auf 322 und ich habe 398. So wird ein Schuh draus. Hier irgendwas besser? Nö.
Das hätte ich gerne. Können wir aber erstmal vergessen, weil ich den Level 24 brauche. Große Steuerrakete. Kampfpasser Mod schreit kleine Bomben aus abgefeuerten Raketen und fügt Gegnern in der Nähe Schaden zu. Ich mag eigentlich die extra Panzerung. Deswegen behalten wir sie. Teile verbessern. Ah ja, ich kann ja sowas machen. Für die Kapazität, die Nachladezeit. Ich kann alles nur einzeln machen, ne? Dann die Kapazität. Dann kann ich nichts anderes, ne? Bleiben die Änderungen 0. Teil verstärken. Wenn ich das auf Max mache, könnte ich nochmal. Aber dafür brauche ich super harte Panzerlegierung, super harte Schlangenrohrlegierung. Habe ich beides nicht. Good. So.